Deswegen hat Harun Yahya Ihnen den schönsten Gruß, assalamu alaikum wa barakatuh, gesendet und wünscht alles Gute, wünscht Kraft, Barakat und Barakat, Erfolg, mit der Hilfe, inshallah. Sehr. Also nochmal die Liebe wurde gesendet. Herzliche Grüße nochmal. Bedankt sich nochmal, dass wir heute uns die Unterscheidung in diesem Kompromiss gestellt haben. Allah mal so sagen wir dazu. Und Ihre Message. Er wollte, dass wir das Wort wörtlich. Wissen weiterzugeben. Und Wissen, auch andere Güter zu horten. Wichtig und es war Segen, dieses Wissen verbreiten. Weil das sein Thema, dieses Thema, was ihr heute ungeheuer wichtig ist, direkt gegen Shaitan. Mit dem Shaitan heute, in der heutigen ist diese Theorie, diese Evolutionstheorie für alle Menschen zu machen. Sogar gesetzlich. Er ist es so geschafft, hat Shaitan so gedreht, dass er gesagt hat, so weit sind wir schon. Dann ist es wunderbar, wenn einer sein Schwert gezogen hat. Ein Schwert des Lichts. Schwert des Lichts. Shaitan braucht das Schwert nur sehen, löst er sich schon. Wie Salz im Wasser. Also das Segnung durch diese Arbeit von diesem so wie die errettet Glauben bringt. Versucht immer Evolutionstheorie weg vom Glauben, das ist ein Ziel. Deswegen sagen wir Alhamdulillah und wir wünschen genau dass er Erfolg hat, Segnungen, ja, stärker wird und noch mehr jeden Tag. Weil wird immer drauf, wird es immer mehr geben.
Wir wissen, dass unser Sheikh, Sheikh Muhammad Nazim al-Haqqani, mit dem wir hier sprechen, aber durch seine Erlaubnis, Insha'Allah.